Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück bei Mewe. Zuletzt haben wir den Herrn der Sümpfe kennengelernt und sind ganz schnell wieder abgereist. Das war da sehr, sehr unangenehm. Mit ein bisschen schlechtem Gewissen sind wir zurückgelaufen, weil wir uns nicht um die armen Bediensteten gekümmert haben. Aber wir haben hier so viel Ärger. Ich wollte nicht noch weiteren Ärger bekommen. Mein Ärger bezieht sich vor allem auf diese Armee, die uns hier gegenübersteht. Eine Art Angstgegner. Das klingt jetzt für euch vielleicht ein bisschen überdramatisiert. Ihr habt ja auch nur zwei Niederlagen gesehen. Ich habe, glaube ich, ohne euch 5 bis 6 erlebt. Das ist auch bisher die erste Schlacht, wo das so gewesen ist. Ich denke, es ist auch dann nicht sinnvoll, jetzt irgendwie 2 Videos lang nur Niederlagen zu zeigen. Ich würde es aber trotzdem nochmal wieder probieren. 2 Änderungen. Erstens, wir sind bei besserer Moral. Das ist schon mal gut. Zweitens habe ich ziemlich stark das Deck umgebaut, speziell auf diesen Kampf hin. Was habe ich gemacht? Mehrere Strategien und mehrere Gedanken dabei. Als erstes habe ich hier 2 Schätze ausgetauscht. Ich habe den Bär mit reingenommen. Also wir hatten ja experimentell diesen letzten Schatz drin, diesen Runenstein. Da wollte ich ausprobieren, was es damit zu tun hat. Aber ich glaube, das ist jetzt kein guter Kampf zum Ausprobieren. Der Bär, der dient dazu, dass wir auf diese Art und Weise unsere Schildträger auf 22 bringen können. Und die wiederum dann unsere eigenen Truppen stärken können. Das kann cool sein. Zerspiegel, weil ich das eine gute Karte finde und die kann auch halt andere Karten sofort rausnehmen oder schwächen. Und dann habe ich Alsus Donner rausgenommen, weil Artefaktkompression mir tatsächlich lieber ist, weil ich da eine Karte auch sofort rausnehmen kann. Dann habe ich alle Karten, die sich als unwirksam in diesem Kampf gezeigt haben, weggenommen. Unter anderem Gascon und Isbel, also die beiden Helden. Odo und Xavier sind drin geblieben wegen der Befehle, die noch wichtiger werden. Bocholt natürlich, Barnabas finde ich auch immer stark mit dem Schatz. Die Schildträger sind ganz wichtig für unsere Strategie, weil sie, ja, weil sie erstens Blitzeinheiten sind und zum Zweiten, weil man damit diese starken Karten des Gegners einfach auf 7, 5, 6, 4 oder so, je nachdem, was für eine Stärke sie haben, runterbringen kann. Die Streunerbomber, ja, warte mal, den Alchemisten nehme ich tatsächlich raus, weil er keine Blitzeinheit ist. Warum finde ich die Blitzeinheiten jetzt wichtig? Weil ich den Regimentstrommler drin habe. Der spielt die oberste Einheit aus dem Deck aus und wenn es eine Blitzeinheit ist, wiederholt man das. Das ist ganz cool, gerade in Kombination mit der Wagenburg, die ich jetzt wieder reingenommen habe, die mithilfe der Rüstung den Schaden macht. Was ich auch mit reingenommen habe, sind die Mahakam Mangler, die nochmal Schaden am Gegner machen können, die aber vor allem auch Blitzeinheiten sind. Das hoffe ich, dass sie einfach über den Trommler dann gezogen werden. Was auch neu wieder drin ist, sind die Rivian Pikiniere, die bei Einsatz ihre Kopien herbeirufen. Das will ich in Kombination mit der Wagenburg ausprobieren. Ja, das sind, glaube ich, die wesentlichen Veränderungen. Ihr seht, einiges ist da passiert und ich bin mir aber nicht sicher, ob es funktionieren wird. Schauen wir mal. Oh Mann. Also, falsche Hoffnung, ja. Wenn eine Schlacht schon so heißt, gerade wenn man sein Deck gerade umgebaut hat. Eieieiei. So, was wollen wir haben? Die Markhams sind super wichtig für uns. Eine Falle, ja, okay. Die Pikiniere sind eigentlich nur wichtig, wenn wir auch eine Wagenburg haben. Die haben wir im Moment nicht. Okay, das läuft jetzt schon mal grandios wieder. Den will ich eigentlich auch nicht haben. Okay, wir haben Pech mit der Wagenburg. Dann will ich aber auch die Pikiniere nicht haben. Dann gehen wir so in diese Schlacht. Leider nur eine Karte. Also das ist kein guter Start, muss ich einfach mal so sagen. Aber gut, es ist wie es ist. Wir beginnen mal mit den Mahakams. Für Mahakam! Die Jäbe. So, und hier wäre es schön, wenn wir den direkt rausbekommen können. Weil der zieht halt die anderen aus dem Deck und das ist schon mal super doof. Wir können ihre Fähigkeit einsetzen. Wir könnten auch eine Falle schon mal spielen, das ist schon mal ganz gut. In die Reihe, wir machen ihre Fähigkeit. Ja, und damit haben wir ihn schon mal rausgenommen, alles klar. Jetzt kommt er nochmal mit der Nummer. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr diese
Möglichkeit, außer wir nutzen die Artefaktkompression. Oder, was natürlich auch gehen würde, 11, wir nutzen Beckers Zerspiegel. Ich glaube, es ist keine schlechte Idee. Und damit ist die Einheit auch raus. In Affen! Gut. Der ist nicht ganz so schlimm. Da bringen wir jetzt einen Streunerbomber. Bist du verrückt? Nicht schütteln! Feuer macht. So weit. Nilfgaard! So, die sind nervig, aber auch noch irgendwie handhabbar vom Gefühl her. Da müssen wir jetzt nicht riesig was Großes starten, aber wir können die schon mal schwächen. Ja, ich überlege. Ja, ich würde noch einen zweiten Schildträger mit rausbringen. Wie lebt es sich? Naja, die stärken sich jetzt gegenseitig. Das ist natürlich das Problem. Und wieder an die Front. So, und das Viech ist natürlich mies, weil das stehen bleibt, ne, nach der ersten Runde. Das ist das Widerliche. Den wollen wir nicht haben. Und hier könnte ich mir vorstellen, dass ich jetzt hier die Artefaktkompression einsetze. Um genau den rauszunehmen. Dafür haben wir die. So, der verstärkt schon mal nicht. Der eine verstärkt nur noch. Okay. Ruhe! Oder der Kommissar hört davon! So, jetzt geht's allerdings weiter mit diesem Mist. Ja, auch die Einheiten müssen wir rausbekommen. Es gibt... Warte mal, wie machen wir das? Ich meine, Barnabas ist natürlich interessant. Wir können zum Beispiel den auf 6 machen. Den auf 6 machen. Dann kann sie mit dem Angriff... Ja, das könnte ganz gut was werden. Ist halt die Frage, wen wir dann spielen. Ich tendiere dazu... Ja, die Figur ist eigentlich am unwichtigsten. Ja, ich mache mal ihren Angriff. Okay, das ist gut. Den haben wir gekillt. Das läuft gut, Leute. So gut lief es, glaube ich, noch nie. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich bringe dann mal die Jade-Figur, weil die jetzt für uns nicht wirklich wichtig ist. Bringt halt nur Punkte jetzt. Er passt. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. So. Es bleibt nichts liegen, das ist wichtig. Ah, okay. Also das ist richtig gut gelaufen, wenn ich das mal so sagen darf. So, was ziehen wir? Wie oft dürfen wir noch tauschen? Einmal noch. Okay. Ich hätte gerne den Trommler. Das wäre so cool gewesen. Ah, okay. Also der ist super wichtig. Der ist am unwichtigsten. Den nehme ich mal raus. Wir kriegen den Trommler. Jawoll! Okay, es läuft. Es läuft. Oh Leute, wenn ich das gewinnen sollte, dann mache ich 3 Kreuze. Wir starten mit der Wagenburg. Stiefel. Bis oben hin voll mit Sand. So, es wäre natürlich jetzt super, wenn wir den rausnehmen könnten. Das ist. Ah, der hat noch 3 von den Dingern. Das ist. Dass er die noch. Verdammt, ey. Okay, also das ist jetzt nicht super gelaufen. Wir haben aber auch keine Möglichkeit, hier was zu ändern. Den Bär könnte ich jetzt hier machen, aber ich muss eigentlich jetzt den Regimentstrommler rausbringen. Wieder und wieder und wieder. Also wir können hier 4 Schaden machen, da 5. Das war alles. Reicht nicht. Ist so. Okay. Schlecht. Was hat er jetzt uns weggefressen? Disziplin. Die fehlt euch. So, wir können natürlich auch passen, ne? Wir können auch passen, aber haben wir so viele starke Karten noch?
So, jetzt mal kurz überlegen. Also, wenn ich passe, dann habe ich aber diesen ganzen Trommler-Effekt natürlich verschwendet. Nee, kommt. Ich setze jetzt auf den Trommler, dass der jetzt hier richtig irgendwie 5 Karten mir reinzieht. 1, 2. Oh, nur 2. Wasser ist Gift. Wir müssen nicht wissen, warum. Okay, aber der holt natürlich noch ein paar nette andere mit rein. Das ist doch gut. Eieieiei. So, hier machen wir 5 Schaden. Das reicht gerade so nicht. Das reicht gerade so nicht, um den rauszukillen. Shit. Der kann in 2 Runden seine Fähigkeit wieder einsetzen. Okay. Warte mal, hier müssen wir aufpassen. Kräftiger werde meine. Okay, wir dürfen nicht in die Fernkampfreihe ausspielen. So, mal kurz überlegen. Wenn ich jetzt hier 5 Schaden mache, es sind 13, nee, das reicht nicht. Reicht nicht. Aber warte mal, wir können ja noch eine Einheit reinziehen. Das wird immer noch nicht reichen, ne? Das könnte jetzt wehtun. 6 Schaden plus 6 sind 12. Ich weiß nicht, wann der Brandschaden kommt. Zu Beginn des Zugs wird Brandschaden, wann wird das gemacht? Jeden Zug zu Beginn des Zugs, ja. Okay, ist die Frage, vor Feuer oder danach? Also, welcher Effekt hat Vorrang? Blöd wäre, wenn er uns jetzt hier Schaden reinhaut, weil wir machen jetzt richtig guten Schaden. Aber wenn er jetzt hier noch eine Elfer reinzieht, könnte der Schaden halt auf alle in der Reihe gelten. Deswegen mache ich jetzt mal nichts. Ja, so. Warum? Okay, pass auf. So habe ich mir das gedacht. Und jetzt bringen wir Barnabas raus. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Heiler so. Oder Gelehrten. Oh, das ist natürlich noch cooler. Füge 3 Einheiten 3 Schaden zu, wenn sie schon vorher beschädigt waren, zerstöre sie. Ja, das ist ja fantastisch. Nein, es ist nicht fantastisch. Sie waren noch nicht beschädigt. Oh Gott. Okay, alles klar. Heide und eine verbündete Einheit Kräftesiege um 10. Verbessere 2 Einheiten, machen sie immun. Heilen und verbessern, ja. Also wir könnten den Schildträger verbessern, aber dann macht das nur Sinn, wenn wir die Sachen auf uns anwenden. Und am Ende ist es, glaube ich, stärker, wenn wir damit den Gegner schaden. Das ist alles irgendwie doof. Beziehungsweise es ist fast noch am besten, einfach hier 3x3 Schaden zu machen. Okay, mal kurz überlegen. Wenn wir jetzt hier 3x3 machen, das ist auch doof, weil Mewe macht ja hier überall Schaden, wenn sie gleich stark sind. Was cooler ist, wenn wir den Schildträger schlechter machen, ja, das ist eine gute Idee. Pass auf, wir machen das so. Leichengift. Er hat 7 jetzt. Jetzt machen wir aber das auf den. Auf den und auf unseren Mann. So, warum? Weil jetzt Mewe kommt. Ich wollte, dass die alle 11 haben, ne? Dann kommt jetzt die Wagenburg. Und dann kommen wir jetzt hier. Oh, Leute. Leute. Wird das hier was? Ach, Chase! In zwei! Okay, er kommt wieder mit dieser. Okay, aber das ist jetzt. Ja, jetzt. Deswegen habe ich die Markams drin. Das ist jetzt der Punkt. Dafür sind sie da. Nämlich, dass wir jetzt hier sowas Schickes machen können. Jawohl. Wir brauchen aber noch ein. Für Markham! Mal sehen, ob wir da noch einen Befehl bekommen. Das setze ich mal noch nicht ein. Da kommt vielleicht noch eine Stärke rein. Schild mache ich auch noch nicht weg. Wird sich zeigen. So. Oh, das wird ganz knapp, Leute. Das wird ganz knapp.
Und wieder an die Front. Ja. So, und die nächste Einheit, die ich jetzt zu einer Vierer mache. So, die müssen wir jetzt auch einsetzen, weil wir kriegen gleich die Befehle wieder. Und dann stärken wir noch eine von unseren, würde ich sagen. Die Wagenburg. Dann kommt Odo. Ihre Majestät ist außergewöhnlich. Ja, das Blöde ist natürlich, dass er jetzt immer gestärkt wird. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir hinterher noch ihn auf 4 machen können. Eieieiei. Okay, wir gucken mal, was der Regimentstrommler... Oh, yeah. Das ist ja gut. Okay, er wird zwar trotzdem gestärkt, ist aber uns egal, weil er wieder geschwächt wird. Oh mein Gott, Leute, das könnte was werden. So, wie machen wir das jetzt am klügsten? Wir haben jetzt, wir können auch hier einmal Schaden machen. Wir können auch den auf 4 machen. Ja. Machen wir jetzt erstmal den Schaden. So. Wir können einen auf 7 machen, aber das müsste dann am besten ja einer von uns sein. Und dann ist es, glaube ich, einfach noch sinnvoll, Xavier hier zweimal wirken zu lassen. Den auf 4 zu machen, den auf 4 zu machen. Und jetzt noch Schaden rauszuhauen. So, und jetzt ist die Frage, wir haben 84. Kann er in 2 Karten 84 aufholen? Oh mein Gott, könnte es passen? Also, könnte es hinhauen? Oder der Kommissar hört davon. Ach, Chase! In 2! In 2! Oh! Oh Gott! Oh Gott, habt ihr das gesehen? Es war so knapp 2 oder 3 Punkte. Und aus diesem Grund, weil er immer am Ende diese krassen Karten, die so aufgelevelt sind, spielt, ist das so eine fette, schwere Schlacht. Aber wow, das war echt jetzt für mich ein bisschen traumatisierender als für euch. Okay, wir haben's. Oh, es gibt viel Holz. Wobei Holz jetzt überhaupt nicht das Problem ist. Gold ist das Problem, weil ich hier jetzt Einheiten gekauft habe. Okay. Wir sehen. Oh, schaut mal, da ist noch ein Fragezeichen. Das habe ich ja komplett übersehen. Brief gefunden. Tiefe Nächte, dunkle Stunden. Rot der Strom aus offenen Wunden. In der Tiefe wird sie sein. Nie gestillt ihr Durst nach Pein. Pein gibt unser Herren Kraft. Ewig nährt sie dieser Saft. Es stirbt jeder, der sie freit. Freu dich, denn noch hast du Zeit. Oh Gott. Bezieht sich das auf irgendein Monster, was wir schon getroffen haben? Oder ist das nochmal ein ganz anderer Schnack? Vermutlich, weil wir kommen ja jetzt noch in ein etwas spannendes Gebiet hier, ne? So wie es aussieht. So, aber wir müssen kurz hier nochmal reingehen, weil das war jetzt ein sehr spezielles Deck. Ich lasse, glaube ich, mal diese Schätze, aber ein paar Sachen nehme ich wieder raus. Ich glaube, ich nehme die Mangler wieder raus. Was ich reinnehme, ist wieder Ispel. Aber Gascon bleibt erstmal draußen. Und ansonsten, im Grundsatz probieren wir es so erstmal weiter. Funktioniert jetzt doch deutlich anders, aber es hat zumindest jetzt hier seinen Zweck erfüllt. So, warte mal. Hä, warte mal. Ach, wir hätten von hier aus da lang gehen können. Wir hätten diese Schlacht gar nicht machen müssen, um dort weiterzukommen. Egal, ich hab's geschafft. Okay, alles klar. Ja, das Spiel ist so gebaut, dass man viele Schlachten nicht machen muss. Und wir haben den Schatz gefunden. Hier ist der Übergang. Sehr schön. Und es gibt uns 75 Gold. Oh, das hat sich gelohnt. Und Graf Caldwell ins Mehrspielerdeck. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So,
Aber was ist hier? Hatten wir eigentlich da unten das Fragezeichen jetzt aufgenommen? Ja, hatten wir, aber hier ist noch ein anderes. Rein in unseren Sumpf ist einfach. Raus schon schwieriger. Das klingt ja wie eine Drohung. Rein in unseren Sumpf ist einfach. Raus schon schwieriger. Ich versuche... Ja, hier. Meine Herren, unsere Späher melden beachtliche Reichtümer in dieser verlassenen Hütte, zusammen mit einem Schwarm Ungeziefer. Der Boden ist schwarz, vom Blut aufgebläht, der Egel und Maden. Fledermäuse hängen von der Decke und Spinnennetze bedecken die Fenster. Ich habe doch Freiwilligen gefragt, um die Wertsachen zu bergen, doch es haben sich keine gemeldet. Sie haben zu viel Angst. Ich habe gesehen, wie Moral doch jetzt... gerade bei den Kämpfen, die jetzt schwer werden, eine Bedeutung hat. 50 Gold ist es mir, glaube ich, nicht wert. Das kann ich Ihnen nicht verübeln. Dieses Haus scheint verflucht zu sein. Ziehen wir weiter. Vielleicht kommen wir darauf zurück, wenn wir irgendwie jetzt positive Moral durch irgendwas bekommen. Aber... Oh, warte mal, hier ist noch ein Geheimgang. Wo geht's denn da hin? Aha. Okay, da kommt man nur an die Brücke, die wir schon, über die wir schon gegangen sind. Hier unten geht's, nee, da geht's auch nicht weiter. Gut, ein Weg, der keine Bedeutung hat, aber da oben sehe ich noch was, was ich übersehen habe. Wo war das denn? Ah, tatsächlich, hier in dem Bereich habe ich was übersehen, wie es aussieht. Naja, gut, ist halt so, muss man mit leben. Wir gucken, was ist denn hier los? Was machen die denn da? Die opfern Pferde, Einhörner. In der Ferne erblickte Mewe einen spindelförmigen Umriss, der sich bald als riesiger Obelisk entpuppte. Boah. Er stand mitten auf einer Lichtung. Dutzende Eisenringe hingen von seinem Schaft und rasselten im Wind. Kühe, Esel und Hunde waren um den Stein versammelt und an die Ringe gefesselt. Ihre Leiber zeigten zahlreiche flache Schnitte, blutend, entzündet und Insekten anlockend. Manche Tiere zerrten an den Stricken, andere waren schon dem Tode nahe und lagen still im hohen, nassen Gras. Aus dem Wald kamen Leute, einige Bauern mit einem Muli. Das Tier widersetzte sich und stemmte die Hufe in den Boden. Vielleicht spürte es ein übles Schicksal. Die Königin beschloss, die Bauern zu befragen und erfuhr bald, dass die Tiere Opfer für die Sumpfgötter waren. Sie sind überall, Liebchen. Ganz nahe. Oh, so nahe, flüsterte eine zahnlose Alte. Sie verstecken sich im trüben Wasser und kommen raus, wenn das Tropfen von Blut sie anlockt. Mit Opfern kann man sie milde stimmen. Daher das Gedicht, darauf bezog sich das. Wollen wir das blutige Ritual beenden? Ich bin so ein bisschen ab von dem Trip, jetzt hier überall für Recht und Ordnung zu sorgen, um ehrlich zu sein. Andererseits, nee, ach komm, nee, das geht einfach nicht. Nee, das machen wir nicht. Selber opfern kommt gar nicht in Frage. Wir bekämpfen hier die Monster und diese Art, das befördert doch nur Monster. Die werden doch angelockt. Ich kenne eure Götter nicht, sagte Mewe mit gerümpfter Nase. Aber wer solch ekelhaften Tribut verlangt, ist keiner Anbetung würdig. Das hier ist nichts als Barbarei. Eine Barbarei, die ich nicht zulassen kann. Vertreibt uns doch, sagte die Alte. Sobald ihr fort seid, kommen wir zurück. Wir kommen immer zurück. Ich weiß. Darum soll es nichts geben, wohin ihr zurückkommen könnt. Ohne das Geschrei der Bauern zu beachten, befahl Mewe, den Obelisken zu zerstören. Ihre Soldaten packten die Seile und stürzten den Stein, der beim Aufschlag in viele kleine Brocken zerbrach. Ihr kennt unsere Götter also nicht, sagte die Alte mit schmalen Augen und dunkler Stimme. Aber das wird sich bald genug ändern. Oha. Sie werden euch die Wege verstellen, euch Krankheiten auf den Hals schicken, euch in den Wahnsinn treiben. Jeden einzelnen von euch.
Ich verfluche euch im Namen Garnichoras. Mewe ritt weiter, unbeeindruckt von den gebrüllten Drohungen der Alten. Doch die Männer murmelten noch lange von dem Fluch. Er vergiftete ihre Gemüter. In jedem Ungeschick sahen sie eine Bestrafung ihres Sakrilegs. Eieiei, okay, die Moral. Nee, ich hätte jetzt echt erwartet, dass die Moral sinkt. Aber sie ist nicht gesunken. So, wir haben erstmal diesen Schrein zerstört. Das finde ich, eigentlich finde ich das richtig gut, dass wir es gemacht haben. Schluss damit, mit diesem Aberglauben. Aber es gibt hier auch nichts weiter irgendwie zu holen. So wie es aussieht. Na gut, dann ist es wie es ist. Hier unten haben wir uns auch alles gegönnt. Ja, sprechen wir nochmal mit ihr. Euer Blut den Sumpf röten. Elend wär nicht her. Okay, der nächste Fluch, der hier auf uns wartet. Ich bin ja sehr gespannt, ob das seine Auswirkungen haben wird. Ich glaube ja nicht dran. Ich glaube an solche Ammenmärchen nicht. Mewe sicher auch nicht. Und insofern werden wir frohgemut, weil wir diese schwierige Schlacht jetzt bestanden haben, über diese Brücken ziehen. Hier wartet ein Rätsel auf uns. Ja, ich gucke nochmal, aber ich glaube, andere Wege gibt es für uns jetzt erstmal nicht. Langsam aber sicher nähern wir uns dann dem Ziel. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwald.